Du siehst ein bisschen aus wie die, ich will nicht sagen die nutzige Version von Esmeralda. Boah. Hello ihr Lieben, heute ist wieder die liebe Jules da und wir testen heute zusammen One Size Outfits. Yes. Okay, let's go. Alter Falter. Das soll One Size sein? Oh. Es ist schon sehr stretchy, oder? Ja. Und dazu nehmen wir den One Size Pulli. Der sieht kuschelig aus. Der sieht ganz süß aus. Mhm. Die Farbe ist auch ganz nett. Kostet auch nur 60 Euro. Das hier ist von Esprit. Ich wusste gar nicht, dass Esprit One Size hat. Ganz neu, deswegen. Das ist von Komma. Ich weiß nicht, in Charlotte. Also ich bin krass positiv überrascht. Diese Hose ist super, super, super stretchy. Also sie sah locker aus wie eine 34. Ich habe eine 48 und ich passe rein. Sie sitzt super, wie angegossen. Allerdings ist der Bund oben viel zu eng. Das Oberteil ist zu kurz, aber es ist super kuschelig. Die Hose ist ein bisschen zu lang von mir. Für die hat sie ja die perfekte Länge, finde ich. Guck mal, hier sitzt es super. Ja. Hier unten ist ein bisschen locker. Aber ganz ehrlich, das Problem habe ich sowieso super oft, weil ich einfach klein bin. Ich könnte sie krempeln. Wow. Puh. Die Farbe steht uns beiden, also mit beiden Haarfarben. Mhm, ja. Das Oberteil finde ich ein bisschen sehr weit. Sieht aber schon so aus, als wäre es deine Größe in Oversize. Ja. Also die Hose finde ich ja mal mega. Weil, schau mal, die ist auch im Hintern, ist die auch gut bei mir. Voll. Bei dir aber auch. Bei mir auch. Krass. Das ist bisher, glaube ich, mein Lieblingsteil von allen Oversize-Sachen, die wir ausprobiert haben. Esprit, Wahnsinn. Daumen hoch. Hätten wir euch nicht zugetraut. Also ich trage Größe 36, ja, manchmal 38 und du trägst? 48. Und es passt uns beiden, die Hose. Das ist ein richtiger Erfolg. Nächstes Outfit. Ich würde sagen, das packen wir direkt über die Hose drüber. Ja, das ist eine gute Idee. Ist auch wieder One Size, ne? Das ist beides. Wir können auch nochmal tauschen, das ist egal, wer was trägt. Wir sind Magier jetzt hier. One Size, wir können nochmal tauschen. So. Hinter den Rücken. Noch einmal tauschen und dann vielleicht auch noch, und dann reinkommen. Ist das ein Kleid oder ist das ein Wickel? Das ist so ein Poncho-Kleid für den Strand vielleicht. Ich finde es auch über der Hose gar nicht schlecht. Kannst du auch das Kleidchen tragen eigentlich, oder? Das Sommerkleidchen. Ja, so Fledermausschnitt, das tut nichts für einen. Also so schlecht ist es nicht. Und es passt. Es sitzt wieder bei uns beiden. Man kann es tragen, aber es ist undefiniert. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die einzelnen Outfits findet. Was sagt ihr? Yes oder no? Schnitt nein. Nicht so nice und Farben schön, aber zu viel Muster. Jetzt wird sommerlich. Jetzt wird sommerlich. Das ist ein Jumpsuit, ja, gell? Ist das nicht ein Kleid? Das ist ein Kleid. Ich bin ein bisschen wie so ein spanischer Clown. Aber es passt. Und es passt bei dir und es passt bei mir. Das ist so eins von diesen Outfits, wo du dir so denkst, ja! Und dann auch wieder so, nein. Aber würdest du das tragen? Nicht privat. Das ist irgendwie ganz witzig, oder? Ja, ja. Witzig. Witzig. Wenn du Mode mit witzig beschreibst, dann weißt du halt auch schon, wie es aussieht. Auch wenn wir es uns jetzt nicht kaufen würden, passen tut es uns beide. So, wir haben die nächsten Outfits in der Hand und die sind einfach mal transparent. Geh, stell dich nicht an, Jules. Macht auf jeden Fall einen stretchigen Eindruck. Es wird aufregend. Bei mir hat sich gerade die Frage ergeben, ob das nicht doch ein Kleid ist, aber du hast gesagt, nein, das ist eine Hose. Das heißt, das ist eine Hose? Ich stecke in einem Hosenbein fest, was schon mal auf jeden Fall sehr dafür spricht, dass es plus size geeignet ist. Ja, das kann man halt gut anziehen, so wenn man vom Strand kommt oder so, ne? Ja. Mit Bikini drunter oder Badeanzug und dann ist es echt super luftig und leicht. Für den Alltag würde ich das auch nicht anziehen. Ich finde den Beinbereich auch sehr, sehr locker und fühlt sich echt gut an. Aber oben, also oben schneidet es schon ein. Also die Passform ist einfach nicht gegeben und der Brustbereich sitzt bei mir einfach extrem tief. Es passt, aber es, boah, ich würde mich nicht damit raustrauen, wirklich nicht. Okay, das ist noch was anderes. Ich finde den so bequem, wirklich. Ja, das, also ich werde ab jetzt nur noch so zu Hause rumlaufen. Das ist endlich. Ja. Mit Zinsschleife. Ich behalte es. Sehr, 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 sehr kurz. Damit sollte man mal zur Arbeit gehen. Moin. Diese Kleider kosten jeweils ungefähr 200 Euro. Mhm. Und es gab sie nur einmal. Und deswegen switchen wir dann gleich einmal. Genau. Ja, sofern das also geht. Ich sehe mich da noch nicht drin. Ich finde es eigentlich ganz schön, nur ein bisschen viel zu kurz. Aber es steht dir sehr gut vom Muster an. So. Es ist besser, als ich gedacht hätte. Und es ist ganz lustig, dass es hier so offen ist. Die Farbe ist nicht so meins, dieses rostige. Ich mag dieses Multicolor-Shimmering auf den Pailletten nicht. Es ist einfach nicht mein Style. Es ist eigentlich aber schön. So ein Festival-Look könntest du schon so tragen. Lass uns tauschen. Oh ja. Und dann gleich so, oh mein Gott. Lass uns tauschen. Oh ja. Oh mein Gott! Geht gar nicht, das sieht aus wie ein Kartoffelsack. Ich finde das voll süß. Das ist viel zu locker, finde ich. Ich finde es einfach mal gut, dass es bei dir so eng war. Ja, Halleluja, ich hätte nicht gedacht, dass ich reinpasse.
kannst auch meine anfassen. Ja. Ich bin nicht so touchy. Ja, ich schon. Das finde ich gut. Ich finde es zu locker bei mir. Ich finde es süß bei dir, aber ich kann verstehen, dass du es gerne hättest. Also ich hätte es jetzt mehr so oder so hätte ich es jetzt gerne. Aber der Schnitt steht dir ausgezeichnet, wenn du es so hältst. So meinst du? Ja. Okay. Aber ich finde es bei dir besser, bei dir war es halt zu kurz. Mir ist halt alles rausgeplatzt, ne? Jetzt fühle ich mich wohler. Also so, so könnte man auf jeden Fall auf die Straße. Wird man vielleicht gefragt, ob man schwanger ist, aber... Ein bisschen hat es diesen Schwanger-Look von der total. Form. Alle One-Size-Outfits haben ihr Versprechen gehalten, finde ich super. Ja, die besten Outfits bisher, glaube ich. Ja. Noch mehr One-Size-Videos findet ihr hier und... Hier könnt ihr Jules Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und hier dann. Und hier meinen. Bis nächste Woche. Bussi, baba.